Ja, herzlich willkommen zum Landestrainer-Tipp der Woche. Heute hilft uns nochmal Lars. Heute dreht sich alles um die Links- und Kopfecke. Wir starten mit dem Links- und Kopf-Kleinfingerschnitt. Den Kleinfingerschnitt haben wir schon mal grob und auch in einem methodischen Weg dazu in der Vorhand vorgestellt. Ganz viel unterscheidet sich das eigentlich nicht aus der Links- und Kopfecke. Einzig und allein der Treffpunkt unterscheidet sich ein kleines bisschen. Wenn ich noch in der Links- und in der Vorhandecke den Treffpunkt so ein bisschen vor dem Körper haben kann, muss ich jetzt probieren, mich im Treffpunkt so ein bisschen einzudrehen, weil sonst logischerweise der Longline-Ball nach links ganz schön weit ins Aus fliegt. Der Lars wird euch mal zeigen, wie das aussieht. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Zum Abschluss bleibt zu sagen, achtet darauf, dass die Bewegung, die Schlagbewegung immer gleich aussieht, also egal ob ein harter oder jetzt der Schnitttrop gespielt wird, um diese Ansatzlosigkeit hinzukriegen. Und natürlich muss man den Schnitt hier auch ein bisschen mehr dosieren als in der Vorhandecke. Also der Ball soll natürlich irgendwie mit viel Winkel nach unten, aber nicht ins Ausgehen. Da müsst ihr halt auch darauf achten, dass da vielleicht nicht zu viel Schnitt drauf geht oder den Treffpunkt noch so ein kleines bisschen verlagern, dass da nicht so viele Fehler gemacht werden.